Das ist juristisch gesehen Körperverletzung unter Einwilligung des Patienten. Man ist zum einen Zahnarzt, Arzt und man ist Unternehmer. Man hat ein Team, man hat eine Praxis, man hat Räume gemietet. Ich heiße Michael Schleißheimer, bin 31 Jahre alt. Ich arbeite als Zahnarzt. Was eigentlich das Schöne wirklich an dem Beruf ist, man hat in gewisser Weise heilende Hände, man kann Leuten helfen, man arbeitet immer mit Menschen. Guten Morgen, hallo. Gibt's irgendwas? Gibt's da nichts zu berichten? Wollen Sie mal ausspülen? Ich habe nur zwei Hände und der Tag hat nur 24 Stunden. Das Anstrengendste sind eigentlich die Tage, wo man eigentlich vollgeballert ist mit eigentlich nur so Kontrollen und kleineren Behandlungen und man stellt sich permanent auf einen neuen Menschen ein. Ein Patient war gestern schon da, der hatte eine dicke Backe. Da konnten wir die Behandlung nicht durchführen. Was haben wir noch? Das ist mal eine Schiene einsetzen. So. Haben Sie ein bisschen ein Spiel nach vorne? Ja, dann hast du schon wieder die erste Nachricht auf dem Telefon, dass die Auszubildende krank ist. Da denkst du schon, oh Gott. Jetzt kommt der Mann mit der dicken Backe. Gestern war er ja im Endeffekt noch in einem Bereich, wo man optimistisch sein kann, wo nichts bedrohlich war im Endeffekt. Aber schon ordentlich. Wenn er sich heute verschlechtert, dann muss ich ihn wahrscheinlich in die Klinik schicken. Weshalb der Zahnarztberuf sehr schön ist. Es ist wahnsinnig handwerklich, feinmotorisch. Geht's so? Mhm. Ich wollte immer irgendwie arbeiten, irgendwas machen einfach und danach auch sehen, was ich gemacht habe. Und das waren eigentlich so diese zwei Hauptmotivationen. Medizinisches Interesse und einfach wahnsinnige Vorliebe für manuelle Fertigkeiten. Wackeln tun's beide, der hintere Zahn noch viel, viel mehr als der vordere Zahn. Aber wenn Sie mit aufs Röntgenbild schauen, beide raus. Ich würde jetzt aber mal beim Chirurgen anrufen. Vielleicht trauen die sich jetzt, diese zwei Zähne zu entfernen, wenn sie den Mund nicht gescheit aufkriegen. Wenn schon mal so ein Abszess mit dem Spiel war und so weiter, der Körper will die Zähne ja schon loswerden. Und dann ist der Patient auch in dem Stadium, wo er nimmer mit einem diskutiert, ob das jetzt sein muss, sondern der erkennt auch selber. Und er wird erleichtert sein, wenn er die los ist. Wie man jetzt zur Praxis kommt, also nur mal schon wollen. Also zufliegen tut einem der eigene Laden sicherlich nicht. Bei mir jetzt im Speziellen war es so, ich habe einfach ein ganz gutes Netzwerk gehabt und bin im Endeffekt über meinen Steuerberater an ein Zahnärztepaar geraten, die ihre Praxis abgeben wollten. Dann wurden wir verkuppelt und dann wurde das so eingefädelt wie so eine arrangierte Ehe. Ja. Ja. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass die Vorgänge aufhören und war so geschockt, weil ich finde immer so, Zahnarzt, das ist so eine Vertrauenssache. Ja, da war natürlich schon zuerst eine Hürde da. Und so ein Junge und so. Und da war jetzt ich, so hat er das ja auch dann gesehen, als Vermittler da. Und das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Und dann hat, wie ich dann so geschockt war, hat mein Mann dann gesagt, also jetzt stell dich mal nicht so an, ich war schon beim Dr. Schleißheimer und der ist total gut und da gehst jetzt auch mal hin, du musst jetzt offen sein für was Neues und wir sind sehr zufrieden. Teamplay muss man im Studium schon lernen, sonst kommt man da nicht vom Fleck mit seinen Studienkollegen. Aber das Allermeiste lernt man dann by doing. Teamführung. Teamplay ist ja eine Sache, aber auch Teamführung. Das ganze Betriebliche, also nicht so sehr das Fachliche, sondern das, was eigentlich so diesen Betrieb Zahnarztpraxis ausmacht. Also die Einheit funktioniert nicht mehr zu 100% und darum steht jetzt hier mal die nächste Renovierung an. Im Nachhinein war die Praxisübernahme teurer als gedacht, weil ein, zwei Geräte am Anfang schon ausgefallen sind und dann musst du dir überlegen, ja klar, dann musst du da auch nochmal Kohle reinstecken. Nein, insgesamt hat mich die Praxisübernahme wahrscheinlich unterm Strich 180 bis 200.000 Euro gekostet. Wir haben halt hier geackert, alles auf Vordermann gebracht und so. Dann kam Corona daher und dann hockst du in deinem eigenen Laden, ging's bergab. Zahnreinigungen und Füllungen, die man jetzt noch aufschieben hätte können oder sowas, das haben wir alles in die Zukunft verschoben. Und dann hat man halt auch mal eine Phase, wo wir am Tag nur zwei oder drei Patienten behandelt haben. Ja, war knackig. Wahrscheinlich hatte ich sogar noch Dusel, dass mich das am Anfang jetzt da rappelt hat. Ich hatte da noch kein Riesenteam, musste meinen Kredit noch nicht tilgen und so weiter. Dementsprechend waren meine Fixkosten relativ gering und ich glaube, das hat mich durch diese Zeit gerettet. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über den Zahnarztberuf, dann... Wir haben gut zu tun.
Merci. Danke. Ciao. So, Patient war da, der ist hingegangen. Das ist, hofft man dann, dass die Leute auch da hingehen, wo man sie hinschickt. Und auch der traut sich jetzt erstmal, die Zähne dann nicht zu ziehen. Der Patient soll erstmal das Antibiotikum weiternehmen. Und mal eine Woche, jetzt gehen wir mal eine Woche zu. 5, 6, 7, ja, 8 Patienten. Heute sind uns ein Auszubildender abgegangen, aber wir haben es ganz gut über die Bühne gekriegt. Glaube ich zumindest, oder? Ja. Pause. Ich habe einfach mit dem Rücken Probleme bekommen, vor allem im Halswirbel- und Schulterbereich. Das steht wahrscheinlich unter den Top 10 aller Berufsunfähigkeitsgründe. Orthopädische Leiden. Wenn du einmal das Problem drin hast im Knack, eine schlechte Arbeitshaltung, wird dir weniger verziehen. Das merkst du dann schon. Man sieht schon, dass die Schulter auf der rechten Seite tendenziell ein bisschen höher steht. Von daher versuchen wir jetzt quasi dann immer hier hauptsächlich auf der rechten Seite viel Entspannung reinzubringen. Ich möchte es nicht missen momentan. Vor allem danach geht es einem wirklich besser. Du bleibst mir noch ein bisschen erhalten. Servus. Hallo. Na? Wie schaut es bei dir aus mit den Zähnen? Naja, noch keine. Am Anfang, wenn man anfängt zu arbeiten, so als Assistenzarzt und man ist noch sehr grün hinter die Ohren, hast du schon manchmal so ein bisschen das Problem, so ein bisschen, wie alt sind denn sie eigentlich? Mich wäre heute noch manchmal gefragt, aber ich sage dann, ich habe mich gut gehalten. Ja. So eine gewisse Gesetztheit, wenn man das entweder ausstrahlt oder weil man langsam Augenringe kriegt von der Arbeit, das ist nicht schlecht. Abrechnungsposition und die ganze Dokumentation, heute der Fall mit der dicken Backe und so weiter, mal weitergeschickt haben, das muss man schon alles nieder und fest dokumentieren. Einfach ruhig weiterschnaufen. Das ist juristisch gesehen Körperverletzung unter Einwilligung des Patienten und drum muss das so penibelst dokumentiert werden. Ich muss nachweisen können, dass ich diese Behandlungen nach allen Regeln der Kunst durchführe im Endeffekt. Und ich muss natürlich auch das Einverständnis des Patienten irgendwo dokumentieren und dass er diese Entscheidungen getroffen hat. Im Endeffekt bietet es Klarheit. Also es dient ja auch zu meiner Sicherheit. Also darum ist es auch meine Pflicht. Klar war, was der Patient eigentlich erwartet von der Behandlung. Wenn wir das vorher nicht geklärt haben, dann kann ich am Schluss mit meiner Behandlung ganz zufrieden sein, aber der Patient ist es nicht. Und das klassische Beispiel sind die Wurzelkanalbehandlungen. Das ist per se einfach immer ein Behandlungsversuch. Da gibt es halt einfach dein Bestes, aber du kannst nicht jeden Zahn retten. Wir schauen jetzt mal, weil es ist auch so, wenn was bricht an so einem Wurzelkanalbehandelten Zahn, oder bevor wir fertig sind, dann muss man einfach schauen, wie tief ist es abgebrochen. Also es muss nicht immer bedeuten, dass dann Ende Gelände ist, aber wir schauen es jetzt einfach mal an. Der hat jetzt nicht durchhalten wollen, oder? Ja, das sehen wir jetzt oberflächlich, diesen Riss durch den Zahn. Und was wir jetzt nur machen können, ist, dass wir jetzt diese provisorische Füllung, den Rest einmal rausmachen und diesen Riss mal verfolgen, wie tief der durchgeht. Und ihm ist halt leider genau das passiert, dass er gegen Ende dieser ganzen Behandlung und Prozedur, wo es ihm schon längst gut ging mit diesem Zahn, ein hartes Brotscherzel da zwischen die Zähne bekommen hat und dann hat es ihm halt diesen hohlen Zahn einfach gespalten. Und wenn du dann da mit einer Sonde diesen Spalt tastest und merkst, da kannst du ein bisschen diese zwei Hälften bewegen und es fängt dann an zu wackeln wie ein Kuhschwanz, ja, dann ist der Zahn verloren. Also der Riss, der geht einmal in der Mitte durch, das ist immer schlecht für den Zahn. Das ist immer blöd. Also im Endeffekt bringt es nichts, den Zahn fertig zu behandeln. Wenn es den spaltet, dann muss er raus. Das ist immer das wirklich, wirklich Ärgerliche jetzt an der Situation. Mir tut er leid, ich kann es aber auch nicht ändern. Wir haben unser Bestes gegeben und der Zahn ist trotzdem verloren. Man muss diese Einschätzung lernen, ob man jetzt, wie viel Empathie jetzt jemand braucht, um das zu verkraften, diese schlechte Nachricht. Weil also mit einem Auge lächelt man, mit dem anderen weint man, weil man denkt sich dann immer so,
ach, jetzt hast du einen entspannten Feierabend, kommst pünktlich raus und so weiter. Aber andererseits ist es halt immer so, die Behandlungszeiten, die wir haben und so weiter, wir sind ja zum Spaß da. Also du brauchst schon Patienten, ohne Patienten läuft der Laden nicht. Und jetzt kurzfristige Absagen sind halt immer blöd, du kriegst kaum halt jemanden rein. Man geht arbeiten und danach, keine Ahnung, hat man noch ein Hobby zur Musikprobe und so weiter. Und dann wird es halt später, ja. Packt man auch nicht jeden Abend. Ich bin Zahnarzt auch. Wie der Michi. Ich fürchte, das bin ich. Ja. Aber klar, ich habe natürlich die Praxis ein bisschen länger. Und schaffst dann auch zeitnah nach Hause zu kommen. Und ansonsten, der Michi kocht gern, dann eher mal am Wochenende auch. Dann lasse ich mich auch ganz gern mal bekochen. Solange wir in dem gleichen Laden arbeiten, Steffen hat es ja im Endeffekt zweimal studiert, einmal selber. Dann hat er das alles nochmal mit mir durchlitten. Und für mich war das natürlich super, weil wenn es dann die Krise hast im Studium, irgendwie wenn wieder, ja. Ja, du warst schon mal kurz davor. Ich war wirklich kurz davor, mal hinzuschmeißen und so weiter. Und dann hat er mir mal den Kopf gewaschen und hat gesagt, so, jetzt reißt die wieder zusammen. Ich habe es auch gepackt und bei mir war es genauso scheiße. Ja. Na, einfach ist nett, aber man muss halt einfach durchhalten, durchbeißen. Also nicht alles an sich ranlassen und dann hat das auch funktioniert. Es wird bewusst Druck ausgeübt, wahrscheinlich um Stressresistenz zu fördern. Ich habe da ein Beispiel, erstes Semester, ich hole das mal aus dem Schrank. Das sind so Wachsblöcke und da hat man im ersten Semester ja, diese Sachen halt schnitzen müssen. Ja, als Fertigkeitsübung. Ob man geeignet ist oder Anatomie, Vorstellungen und so weiter. Und das war schon so die erste Hürde, da wurde man schon ganz gut getritzt. Also nochmal studieren nicht? Nein, da sind wir uns auch einig. Ich glaube, wir sind beide froh, dass wir es gemacht haben. Ja. Wenn ihr mehr über das Zahnmedizinstudium wissen wollt, dann könnt ihr hier reinschauen. Wenn ihr sämtliche Videos von Alpha Uni sehen wollt, dann könnt ihr hier klicken. Und wenn es euch gefallen hat, dann einfach alles abonnieren.